wunderschönen guten Morgen hier neben der Wärmepumpe. Wir sind mittlerweile bei dem Projekt so weit, dass die Hydraulik fertig ist. Und das bedeutet, damit die Anlage in Betrieb gehen kann, brauchen wir jetzt noch den elektrischen Anschluss. Dafür würde ich heute gerne die Leitungen entsprechend vorbereiten und auch schon mal mir das Ganze intern anschauen. Und ja, wir werden dementsprechend heute ein paar Leitungen verlegen, vorbereiten und ich zeige euch mal den aktuellen Stand der Dinge. Hier ist soweit alles verpresst. Hier ist jetzt entsprechend noch keine Isolierung drauf. Da werden wir erstmal Druck drauf machen, schauen, ob alles dicht ist, bevor wir das dann entsprechend zu isolieren. Das wird nachher nochmal dicker isoliert, denn wir haben hier nur die dünne Dämmstärke, um hier durch die Wand zu kommen. Und hier haben wir jetzt unseren Platz für Leerrohre und Leitungen noch durchzuziehen. Dann kommen wir auf der gegenüberliegenden Seite heraus. Und hier kommen wir dann entsprechend mit unseren Leerrohren und Leitungen durch. Werden diese dann parallel zu den Rohren hier an der Wand hochführen. Hier schon mal eine kleine Potentialausgleichsschiene, um nachher auch hier das Rohrmaterial mit einzubinden. Und dann gehen wir hier über die Decke. Diesen alten Kabelkanal werde ich abmachen und dann einen 49x60 dort montieren. Und dann kommen wir hier rüber und gehen dann hier runter und werden hier zur vorhandenen Regelung noch den Regler von der Wärmepumpe hinzufügen. Was mit dieser Regelung passiert, das werde ich euch noch ganz genau im Detail später erklären, wenn wir das Ganze noch technisch optimieren. Dann haben wir hier mittlerweile eine neue Unterverteilung extra für die Wärmepumpe. Und zum einen ist hier nochmal ein zweiter FI-Schutzschalter drin, damit, falls dieser Schalter fällt, denn dort gehen Leitungen zum Garten raus und Garten, Wasser, ihr wisst schon, falls dort mal ein Kurzschluss passieren sollte, damit uns die Wärmepumpe nicht vom Strom geht. Im Winter ist das wichtig, wegen der Frostgefahr entsprechend. Und haben hier auch eine neue Zuleitung verlegt, um entsprechend die Wärmepumpe natürlich auch mit genügend Strom und der passenden Absicherung zu versorgen. Ja, soweit Stand der Dinge. Wir ziehen jetzt ein paar Leerrohre und Kabel und ja, fangen wir einfach mal an. Hier habe ich schon etwas vorbereitet. Ich habe mir jetzt hier übrigens noch einen Plan entsprechend für unsere Hydraulik rausgesucht und habe mir mal die Sachen gestrichen, die wir nicht brauchen, beziehungsweise mir eine Liste gemacht von Kabeln, die wir brauchen werden. Das ist zum einen natürlich die Zuleitung, mindestens ein zweiadriges Kabel für den Pufferspeicherfühler, ein Netzwerkkabel für den Regler der Wärmepumpe und ein, ich habe jetzt mal siebenadrig hingeschrieben, siebenadriges Kabel für Thermostatfunktionen. Thermostatfunktionen werde ich euch später noch genau erklären, aber das ist so die Belegung, die wir haben. Und weil ich dieses siebenadrige Kabel sowieso hatte, werde ich dieses zweiadrige auch durch ein siebenadriges ersetzen, denn ich habe gesehen, es gibt noch die Option für einen zweiten Pufferspeicherfühler und wer weiß, was wir dort noch später gegebenenfalls verwenden wollen, dann müssen wir später nicht nochmal irgendwas nachrüsten. Das heißt einfach zwei siebenadrige Kabel für die Fühlerleitungen, unsere Netzwerkleitung für den Regler und die Zuleitung. Ja, das werden wir jetzt vorbereiten, in die Wärmepumpe legen und um uns mal anzuschauen, wo wir in die Wärmepumpe hin müssen, werden wir die jetzt einfach mal aufschrauben. Das Ziel dieser Wärmepumpenheizung ist es natürlich, möglichst effizient zu arbeiten. Damit das funktioniert, habe ich mir vorher überlegt, wie die Anlage geregelt werden soll. Wichtig ist zu wissen, dass die Anlage mit einem 1000 Liter Pufferspeicher arbeitet und eine Photovoltaikanlage mit Eigenverbrauch vorhanden ist, die in naher Zukunft auch noch vergrößert wird. Wir wollen die Wärmepumpe daher mit einer übergeordneten Regelung steuern und bei Stromüberschuss die Temperatur in unserem Speicher erhöhen. Die Heizkreispumpen steuert dabei unsere übergeordnete Regelung. Details zur Regelungstechnik wird es dann in den folgenden Videos geben. So, dieses UV-beständige Leerrohr, das ich habe, ist leider nicht dick genug für das Hauptanschlusskabel. Das ist 4 Quadrat, also 3x4 Quadrat. Dafür ist das aber Außenkabel. Das heißt, das wäre theoretisch ohne Leerrohr möglich. Ich mache es trotzdem noch in ein nicht UV-beständiges Schutzrohr im Außenbereich, einfach als zusätzliche Absicherung. Wir haben hier nicht volle Sonnenseite, von daher wird das Leerrohr, auch wenn es jetzt nicht als UV-beständig deklariert ist, wahrscheinlich auch erstmal lang genug einen zusätzlichen Schutz ermöglichen. Und damit gehen wir jetzt auch entsprechend hier durch. Dann noch ein letztes Kabel
und das wird unsere Datenleitung für den Regler. Dafür wieder eine UV-beständige Schutzleitung, die wir hier mit verlegen. Und dann ziehen wir nachher unser normales Cut 6 oder 7, ich weiß jetzt nicht, was ich da habe, Kabel für diesen Regler durch. Jetzt noch einmal für die Hauptregelung einfach ein Datenkabel durch das vorhandene Leerrohr ziehen. Und hier kommen wir aus unserem Wanddurchbruch raus. Zwei 7-adrige Kabel, einmal für die Thermostatfunktion und natürlich einmal die Hauptzuleitung, dann unsere Datenleitung für den Regler. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 Kabel und die ziehen wir hier hinten an der Wand hoch. Jetzt generell Fühlerkabel, Datenleitungen sollte man jetzt nicht direkt parallel nebeneinander mit der Hauptzuleitung verlegen, denn das kann Einwirkungen darauf haben. Wir haben jetzt hier zwar in diesem Durchbruch ein kurzes Stück parallel, aber ich sag mal, das ist jetzt nicht so kritisch. Was kritisch ist, ist, wenn diese Leitungen wirklich meterlang direkt nebeneinander liegen. Deswegen werden wir hier hingehen, links die Hauptleitung hochziehen und auf der anderen Seite werden wir die Fühlerleitungen und die Datenleitung hochziehen. Und auch oben werden wir das Ganze dann getrennt verlegen. Bevor wir jetzt unser Leerrohr befestigen, zeige ich euch jetzt mal noch gerade eine Sache. Und zwar, wir haben ja hier diese Klipse. Warum ich so ein Fan von diesem Vera Bitset bin? Denn das Problem ist, wenn ihr jetzt hier so einen normalen kurzen Bit reinmacht, kommt ihr bei hier so einer kleinen Klemme irgendwann hier an den Punkt, wo das Ganze miteinander kollidiert und ihr nicht weiterschrauben könnt. Und da liebe ich einfach diese extra langen Bits. Schraubt die einfach direkt in die Maschine. Kann sie natürlich auch da reinstecken. Aber somit habe ich dann keinerlei Problem, hier reinzuschrauben. Und das Bitset habe ich jetzt schon seit, ja, bestimmt 5 Jahren. Habe damit das ganze Haus gebaut. Einer ist mir kaputt gegangen, einen habe ich verloren. Habe ich dann wieder nachgekauft. Und ja, ist eine tolle Sache, verlinke ich gern unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber Schrauben, Klemmen, wir installieren. Zwischenstand hier unten. Hier gehen jetzt die stromführenden Kabel durch, hier unsere Datenleitungen, das Ganze räumlich etwas getrennt, dass diese sich nicht negativ gegenseitig beeinflussen. Ja, hier werden noch nachher ein paar Schellen angebracht, damit das Rohr auch am Platz sitzt. Da muss ich noch die entsprechenden besorgen, weil das ist sehr starr, das ist dieses UV-beständige, was von draußen kommt, damit hier das keinen Druck ausübt. Ich meine, da wird jetzt nichts passieren. Also es ist jetzt nicht so, dass hier wahnsinnige Spannung drauf ist, aber trotzdem, damit das einfach noch ordentlich wird, auch hier unten drunter noch ein paar Schellen. Die Rohre gehen hier hoch, Potentialausgleich. Und hier oben machen wir jetzt noch einen neuen Kabelkanal hin. Diesen Fusch habe übrigens nicht ich zu verantworten. Das wird auch noch weggemacht entsprechend. Hier ziehen wir dann auch noch die Zuleitungen zu unserer Unterverteilung. Und ja, dann machen wir heute mal bis dorthin, ziehen hier rüber über die Decke noch später dieses graue Kabel, das ist das Fühlerkabel, hier runter zum Pufferspeicher, um dann dort nachher auch in die Tauchhülse einen Fühler setzen zu können. Kommen wir einmal kurz zum Zubehör von der Remea Tensio. Ich habe mir hier schon mal den Plan für unsere Anlage erstellt. Die Pumpen und Ventile fallen in unserem Fall ja weg. Die werden von einer externen Regelung erledigt. Hier haben wir jetzt das Bedienelement. Das befindet sich hier drin. Und wir haben noch einen zusätzlichen Fühler.
Wir brauchen diesen für den Pufferfühler, also für den Pufferspeicher. Und hier gibt es allerdings auch noch einen Vorlauffühler. Ich bin mir nicht sicher, ob die Anlage diesen wirklich braucht. Ich muss mal im Gerät selbst schauen, ob der nicht schon aufgelegt ist, weil normalerweise würde es ja Sinn machen, dass der Vorlauffühler schon direkt im Gerät an der Leitung liegt. Allerdings besteht dieses System ja auch mit Zusatzheizkessel oder Zusatzelektroheizelement. Und dann wird dieser Fühler erst hinter diesem eingebunden, damit die Regelung also mitbekommt, wenn der Spitzenlastkessel oder der Elektroheizer mitarbeitet. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass man den dann trotzdem noch anklemmen muss. Ich habe noch einen Fühler auf Reserve, den hatte ich schon mitbestellt, aber das muss ich jetzt klären. Das sehen wir dann im Gerät selbst. Ansonsten den Fühler, wir haben das Kabel dafür ja schon verlegt. Das heißt, den werden wir abschneiden. Den Stecker brauchen wir wahrscheinlich im Gerät selber. Und dann kommen wir mal zur Regelung. Eigentlich ganz schön verpackt hier. Ist halt nicht viel zu sehen. Und so sieht der Regler aus. Eigentlich relativ schick und modern. Ich bin mal gespannt, wie nachher die Bedienstruktur ist. Wird etwas eng für das Netzwerkkabel, müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich werden wir die einfach mal vorgesetzt nutzen, denn ob die später im Heizungsraum bleibt oder in den Wohnbereich kommt, müssen wir mal von der Funktionalität noch schauen, was wir dort brauchen. So viel zum Zubehör, viel gibt es also nicht, aber es ist immer ganz schön, wenn das Ganze möglichst simpel und einfach gehalten ist. Und von daher werden wir die jetzt mal mit der Haupteinheit über das Netzwerkkabel verbinden und den Pufferspeicherfühler hinzufügen. Wenn ich mir jetzt hier unseren Plan dazu hole, weiß ich, dass ich für meinen Pufferspeicher Ader 1 und 2 verwendet habe, damit ich nachher auch beim Gerät weiß, wo wir die auflegen müssen. So, und hier muss ich jetzt einfach mal sagen, das ist wirklich nicht gut gemacht. Ich zeige euch nämlich jetzt mal das Ganze. Hier hinten ist die Kabeleinführung. Ihr seht jetzt vielleicht diesen dünnen Schlitz. Also zum einen wird hier vorgegeben, dass man geschirmtes Kabel verwenden soll. Wenn ich jetzt aber ein Standard-Netzwerkkabel nehme, was man vermutlich für solche Aufgaben nehmen würde, habe ich keine Chance, dieses Netzwerkkabel hier durch diesen Schlitz und vor allem danach durch dieses Loch hier reinzuführen, um dann hier aufzulegen. Also zumindest nicht, wenn ich das Kabel im noch ummantelten Zustand bis in die Steuerung reinbringen will. Und das ist wieder so ein typisches Ding. Warum wird dort am Design gespart? Das wird jeder Monteur hassen, das weiß ich jetzt schon. Ich habe die Regelung dann provisorisch ohne Wandmontage angeschlossen. Später wird diese noch etwas schöner verkabelt und aufgehangen. Diese Regelung dient überwiegend der Parametrierung und im Fehlerfall der Fehlerauslesung. Die Regelbefehle kommen dann später aus unserer übergeordneten Regelung. Jetzt haben wir hier nämlich das nächste Problem. Passt das überhaupt jetzt so? Weil das müssen wir jetzt auch noch hier so ein bisschen gerade biegen und so weiter. Ich hoffe halt, ich habe immer Angst bei sowas, dass das dann halt im Endeffekt kaputt geht, weil es halt innen drin überhaupt keinen Platz hat. Und es hat innen drin überhaupt keinen Platz. Also das ist wirklich, das ist Und dann habe ich nach meiner Planung die Kabel für Fühler, Regelung und Steuerfunktionen aufgelegt. Ich schaue immer wieder in die Anleitung, um keine Fehler zu machen und die richtigen Klemmen zu erwischen, denn die Anschlusspartine hat wirklich sehr viele Anschlussmöglichkeiten. Und wenn ihr das Video bis hierhin gesehen habt und euch diese Videoserie gefällt, dann lasst mir doch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch keins der nächsten Videos. In diesen Videos gibt es dann Details zur Regelungstechnik, die Inbetriebnahme und natürlich auch erste Eindrücke zur Wärmepumpe. So, hier gerade nochmal zur Erklärung zu diesen zwei Klemmen, die belegt sind. Das ist zum einen hier die Raumthermostatfunktion, mit der wir nachher zwischen Heizen und Kühlen umschalten können. Hier läuft eine kleine Spannung in 12 Volt Höhe durch. Und hier unten drunter haben wir das Smart Grid Signal, beziehungsweise das EVU Signal ist hier auch einmal aufgelegt. Damit können wir nämlich verschiedene Schaltzustände übertragen.
Ja, ansonsten die zwei Fühler hier aufgelegt und die Regelung. Heute ist es soweit, die Vorbereitungen sind getroffen und wir können heute zum ersten Mal die Wärmepumpe in Betrieb nehmen. Nochmal auch zu entlüften. RV4, das wird entsprechend unser Außenfühler sein, 1 Grad Außentemperatur, ja.